Katarzyna Bonda wielokrotnie, także Zygmunt Miłoszewski, polscy autorzy kryminałów, lubią swoich bohaterów przenosić, tych samych bohaterów przenosić z każdym tomem do innego miasta, do innej miejscowości, w inne otoczenie. Czy pani nie kusiło, żeby Pie i Olivera przenieść też ich śledztwo, nie wiem, do Berlina, Bonn, za granicę? Problem in meinem Fall ist eben, dass der Taunus ganz wichtig ist als Hintergrund für meine Kommissare. Das heißt, die Leserinnen und Leser lieben das, dass sie die dagegen sind. Aber ich kann natürlich auch gerne über die Grenzen mal hinausgehen. Das heißt, die dürfen auch mal woanders ermitteln. Ich kann mich erinnern, dass in Der Wind säht Oliver von Bodenstein mit dem, am Ende des Buches mit dem Gedanken gespielt hat, weil er die Schnauze voll hatte, nach Berlin zu gehen. Und ich habe hunderte von E-Mails und Briefen gekriegt, nein, nein, das darf nicht passieren, er muss da bleiben. Und mittlerweile denke ich, okay, es ist wirklich wunderschön, unsere Wege sind sehr vielseitig. Es gibt ganz viele verschiedene Städte, Orte, an denen was passieren kann. Sie bleiben im Taunus. Und wenn ich Lust habe, etwas anderes zu schreiben, schreibe ich ein anderes Buch. Ja? Aber meine Kommissare sind, glaube ich, am besten im Taunus aufgehoben.